Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von MyWindows. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie Sie die Zeitsperre von megaupload.com umgehen können. Ich habe das bereits mit uploaded.to und Freakshare gezeigt. Jetzt folgt auch noch megaupload. Dazu habe ich mir jetzt einfach mal eine Download-URL herausgesucht. Das ist meine Download-URL. Beinhaltet die Cold Mirror Songs von Fresh Dumbledore. Ist ganz lustig, ist jetzt auch nur zu Demo-Zwecken. Aber wir müssen jetzt hier dafür 45 Sekunden warten. Wie gesagt, hier 45 Sekunden. Hier sieht man die Dateibeschreibung, Dateigröße und Dateiname. So, um das Ganze jetzt zu knacken quasi, klicken wir einen Rechtsklick, Seite speichern unter. Webseite komplett. Ich habe es jetzt hier schon runtergeladen, das müssen wir nochmal ersetzen. Okay. Editieren wir es jetzt. Ich mache das jetzt Ganze mal mit Notepad++ und ganz wichtig, hier haben wir dann noch einen Ordner. Also dazu muss man, wie gesagt, eine Webseite komplett auswählen, speichern. Edit mit Notepad++. Und dann suchen wir jetzt hier nach Function Countdown. Und Count sind unsere 45 Sekunden. Klicken wir, setzen wir auf 1, speichern, zumachen, Datei öffnen, Standard Download. Sind wir schon fertig jetzt? Und, Moment, so. Datei speichern Setup kommt. Nur so zur Demonstration, dass das hier auch wirklich funktioniert. Funktioniert, lädt auch mit voller Geschwindigkeit runter. Okay. Ich hoffe, ich habe Ihnen geholfen. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mich abonnieren würden. Ciao, Ihr MyWindows.